Wo bin ich hier? Und wie genau bin ich hierher gekommen? Hallo? Na super. Du auch endlich aufgewacht. Na, bist du auch endlich aufgewacht? Super. Mann, ich sollte halt lesen, was die NPCs zu mir sagen. Wo bin ich? Du bist in unserem kleinen Dorf. Warum bin ich hier? Weil der Schamane dich beschworen hat, wenn du das genauer wissen willst, frag den Schamanen oder die Bürgermeisterin. Und wer bist du? Ich bin Ärztin. Nach dem Beschwörungsritual bist du sofort bewusstlos geworden. Deshalb haben wir dich in mein Haus gebracht. Okay, auf Wiedersehen. Warte, ich habe deine Sachen in die Kiste hinter mir gelegt, falls du sie brauchst. Hinter dir. Aha, okay, ich sehe hier keine Kiste. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie diese Kiste hier meint. Was ist überhaupt passiert, wer? Ich weiß, ich war beim. Oh, okay. Ich war beim Angeln. Ich hab gerade, ich glaube, 6 Fische geangelt. Und ich saß vor meinem Haus am See und dachte über das nächste Projekt, das ich machen werde, nach, und dann habe ich plötzlich irgendwas Lilanes gesehen, und danach ist mir dann schwarz vor Augen geworden. Was ist denn da in der Kiste? Ah ja, okay, also meine Angel. Wie gesagt, ich habe 6 Fische gefangen. Ah ja, genau, ein bisschen Hühnchen hatte ich mir als Proviant mitgenommen. Die Fackel, weil es schon wieder so dunkel war. Ich kann mich nicht daran erinnern, eine Waffe bei mir getragen zu haben, aber gut. 3 Bücher und ein Heilchen. Ich nehm's mal lieber mit. Okay. Das ist ein Warpbook. Wo bringt mich das hin? Catville. Will ich das tun? Wow, ich stand gerade da auf diesem Block. Okay, gut. Das ist doch schon mal sehr praktisch, wenn ich so ein Buch habe. Lukas, lieber Jäger, guten Tag. Kann ich dir etwas abkaufen? Okay, scheint so, als wären goldene, eiserne und diamantene Coins die Währung hier. Und du willst Pfeile und ich kann bei dir Fleisch kaufen, und du willst einen Trank der Unsichtbarkeit, wozu auch immer. Schau nicht her. Ich mache hier gar nichts. Säule. Es ist arg dreist, wenn ich ihm jetzt seine eigenen Pfeile verkaufe. YOLO. Lalalala. Oh, Soldaten. guten Tag. Auch dir kann ich also etwas abkaufen, und ich sehe, bei dir kann man Waffen aller Art kaufen für Geld und Blueprints, was auch immer das sind. Ich will ein Barrett. Ich will jetzt ein Barrett. Jetzt habe ich voll Bock, mir das Ding zu kaufen. Ich weiß gar nicht mal, was da Mehrwert ist. Ah, okay. Soldatin Jana. Kann ich dir etwas abkaufen? Ah, okay, bei dir kann ich Rüstung kaufen. Ah, und über die kommt man an diese Blueprints ran. Okay, nochmal Blueprint. Also Blueprint ist ja, glaube ich, mehr Anleitung. Also sind das praktisch Anleitungen für Rüstung, und das hier ist eine Anleitung für Waffen. Okay. So, Walter Banker und Andrea Fischerin. Eine Fischerin, was hat die da? Ah, okay, eine Angel und auch ein Warpbook. Hallo Krieger. Ja, um was geht es denn? Ich kann ja, um was geht es denn antworten auf Hallo Krieger. Okay, ist ja auch egal. Ich suche meinen verlorenen Ring. Kannst du ihn bitte für mich suchen?
Aber natürlich. Oh, danke, du bist ja viel netter, als du aussiehst. Man kann dir was abkaufen, habe ich gesehen. Ah, das ist dann vermutlich der Ring, den sie vermisst. Und ich kann bei ihr Fische kaufen und Teleportationsseiten, Warp Pages. Okay. Oh, Walter der Banker. Kann ich dir etwas abkaufen? Klingt seltsam, wenn ich mit einem Banker rede. Aber ja, okay, gut, das war ja schon fast klar. Also, ach, hier drüben sind die Währungen. 10 eiserne Münzen sind eine Goldmünze wert. Dann nehme ich mir die doch gleich mal, damit ich etwas mehr zur Verfügung habe am Anfang. Damit ich mir auch was kaufen kann. So, diamantene Münzen sind 10 Goldmünzen wert, okay. Aha. Goldcoin und Golden Coin. Okay, das ist ein Unterschied. Ah ja, und das hier ist dann praktisch so Abzocke. Ja gut, dann. Keiner gesehen. Ich war's nicht. Ich sollte vielleicht nicht rumlaufen und denen alles wegnehmen. Oder? Ich hab nicht meine USP, aber YOLO. Ah, die Kisten hier scheinen mal zu sein. Bürgermeisterin. Hallo mächtiger Krieger, ich sehe, du bist endlich aufgewacht. Darf ich fragen, wie du heißt? Mein Name ist Kreturi oder Arschloch? Ich kann sie einfach als Arschloch beschimpfen. Was passiert dann? Kann ich. Jetzt ist die Frage, kann ich den Dialog dann nochmal von vorne beginnen, wenn ich Arschloch zu ihr sage? Das ist ein sehr interessanter Name. Also, Herr Arschloch, was ist Ihr richtiger Name? Okay. Mein Name ist Kreturi. Nun, Kreturi. Wie du. Du siehst nicht nach einem mächtigen Krieger aus. Kannst du überhaupt kämpfen? Warum bin ich hier oder ja? Okay, wenn ich ja sage, dann wird die Konversation abgebrochen. Also, warum bin ich hier? Nun, wo fange ich am besten an? Also, vor einigen Tagen fiel eine große Herde Monster über unser Dorf her. Sie töteten viele Soldaten und Bewohner unseres friedlichen Ortes und brannten alle Häuser nieder. Die Häuser sehen nicht gerade niedergebrannt aus, aber lassen wir's mal. Dann schlug plötzlich ein Blitz in der Nähe des Dorfplatzes ein. Ihr habt einen Dorfplatz, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und die Angreifer zogen sich zurück. Der Schamane unseres Dorfes sagte, es würde nicht lange dauern, bis sie wiederkommen und uns übrige töten. Das ist ziemlich gruselig. Ich will hier weg. Und deshalb habt ihr mich beschworen. Wir haben ein Ritual veranstaltet, um einen mächtigen Krieger zu beschwören. Wirst du uns helfen, unser Dorf wieder aufzubauen, für die Schlacht vorzubereiten und die Krieger unseres Dorfes in dieselbe zu führen? Ich kann antworten mit ja, aber natürlich und okay. Okay. Ich bin dir zutiefst Dank verpflichtet. In der Kiste dort liegt eine Liste von Dingen, die erledigt werden müssen. Handelst du? Es gibt Emerald Coins. Ah, super, der verkauft mir Munition für meine Desert Eagle. Das ist doch schon mal ganz gut. Und ich kann hier für irgendwelche komischen Köpfe und antiken Münzen Schlüssel kaufen. Und ich kann bei den Lucky Blocks bekommen. Und Unlucky Blocks. Dann wird die Kiste gemacht. Ah ja, geil. Bauen Kaserne, Mauer, Farm, Wohnhäuser. Waffen und Nahrung für den Krieg. Bewohner und Soldaten anwerben.
Okay. Also, ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt hier offiziell wohne oder inoffiziell, wie auch immer. Das einzige Problem, das ich gerade habe, ist, ich habe eine Desert Eagle, ich habe eine Angelrute und ich habe ein einziges Nahrungsmittel. Und ich habe Munition für eine USP, die ich nicht besitze. Was ist das? Fiberglas. Fiberglas, kann ich das herstellen? Ich glaube, das kommt aus dem Pflanzmod. Das kenne ich irgendwoher. Aber hey, was ist eigentlich das hier? Den Schamanen habe ich noch gar nicht getroffen. Warum frage ich überhaupt? Guten Tag, Herr Schamane. Nichts, nichts, nichts. Bist du der Krieger, den ich beschworen habe? Ja, zeig mir deine Waren und auf Wiedersehen. Warum sollte ich mich jetzt schon von ihm verabschieden? Die anderen haben dir sicher schon erklärt, worum es geht. Ich kann Ja und Nein antworten. Nein? Asozial. Ja. Talk, auf Wiedersehen. Egal, ich nehme mir mal diesen. Okay, ich lasse das lieber mal hier. Was ist das denn? Man kann mit dir handeln. Aha. Aha. Kann ich mir Mana nicht auch selbst herstellen? Aus Redstone und Glowstone. Wenn das das Mana ist, von dem ich denke, dass es das ist, dann kann ich mir das herstellen aus Redstone und Glowstone. Und dann muss ich mir das nicht hier kaufen. Und ich glaube, dann komme ich auch deutlich besser weg. Dann spare ich mir 2 Gold. Sehr interessante Tür, die du hier hast. Oh, hier kann man sitzen, geil. Ich lasse das mal da drin. Wobei, warte mal. Knowledge Fragment? Kenne ich nicht. Also Leute, und damit herzlich willkommen hier zur ersten Folge Minecraft Catwill. Kommt vielleicht ein bisschen spät, so nach 20 Minuten. ja, wie schon gesagt, das hier ist ein neues Projekt. Das ist das eigentlich. Das habe ich auch noch nicht angeschaut. Mächtiger Krieger. Ah, das ist die Stelle, an der ich beschworen wurde. Hier ist auch das Lila, das ich gesehen habe. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Stelle war, an der ich beschworen wurde. So, also, wir sind jetzt in Catwill angekommen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal Holz fällen. Und nach was Essbarem suchen. Und die Waffe nehme ich mal aus dem Inventar, weil ich mit der eh nichts anfangen kann. Schafe, wir sind in der 1.7.10, da droppen Schafe noch kein Fleisch. Aber Schweine tun das. Ui, was ist das denn? Übrigens, die Welt hier ist mit World Painter gemalt worden. Und ihr seht ja schon vermutlich, dass hier ein ganzer Haufen Mods am Start ist. Ich will die Bäume nicht fällen, die sehen so schön aus. Boah, wie der Himmel plötzlich dunkel wird, wenn man hier drauf läuft. Stirb jetzt! Danke. Okay. Ich hätte, glaube ich, auch. Die hatten, glaube ich, da ein Feld stehen. Ich glaube, ich hätte das einfach ernten können. Um an Essen ranzukommen. Aber jetzt muss ich mir erstmal eine Werkbank machen. Und vor allem. Oh, wow. Die Holzblöcke hier sind, die haben so Textur komplett außenrum.
So, okay, ich habe einen Apfel bekommen, das ist schon mal sehr gut. So, dann fäll ich noch hier diesen Baum schnell. Und dann werde ich mal schauen, dass ich ein bisschen Stein bekomme. So. Also, dieser Schamane hat also gesagt, dass bald diese Monsterherden hier über das Dorf herfallen werden. Hat sich gerannt. Dann würde ich mal sagen, sollte ich schauen, dass ich so schnell wie möglich an einigermaßen ordentliches Equipment rankomme. Und ich werde hier mal nachpflanzen. So. Und ja, dann. Ich glaube, irgendjemand wollte Samen haben. Die Fischerin, oder? 10 Stück. Okay. 10 Stück habe ich nicht. Gut, dann. Nee, die wollten Diamanten für diesen Blueprint. Genau, und die komme ich noch gar nicht an. Ich kann mir aber schon mal Granaten kaufen, die ich eigentlich gar nicht haben will. Um ehrlich zu sein, weil wenn ich irgendwas Explosives bekomme, dann kann das nicht gut enden. Das weiß ich aus Erfahrung. So, hier Goldäpfel wäre vielleicht. Ein Goldapfel wäre vielleicht ganz praktisch. Oh, hier kann man diese Herzcontainer kaufen. Super. Die kommen aus Tinker's Construct. Dieser Juwelenapfel auch. Also, der kommt auch aus Tinker's Construct. So, okay. Ich glaube, ich darf mich hier einnisten, also werde ich genau das mal tun. Ich meine, sie ist ja, glaube ich, nur hier, weil sie sich um mich gekümmert hat, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Ach, warte, Brot ja auch noch. So. Ja, ist ja gut, so viel Feuerwerk. So, dann würde ich mal sagen, ich gehe ein bisschen weiter da raus. Um mich runterzugraben. So, hier. Das wird passen. So, runtergraben, graben, graben, graben. Ich muss jetzt erstmal auf Stein aufrüsten und dann schauen, dass ich meine Fische brate. Weil. In diesem Modpack befindet sich eine Mod, die ich selbst erstellt habe. Und mit dieser Mod kann man aus Fischen, okay, nur aus den Fischen hier. Tut so, als hätte das keiner gesehen, okay? Danke. Hey, ich habe doch die Mod ausprobiert, das hat doch geklappt. Warum geht denn das jetzt nicht? Okay, man kann es essen. Ah ja, genau, da war was. World Painter. So, ich habe ja eine Fackel. Dann werde ich die mal dahin hängen. Hier habe ich gerade irgendwo Wasser gesehen. Dachte ich zumindest. Ja, das muss doch gleich hier sein. Irgendwo. Wasser, wo bist du? Gleich eins weiter unten. Ah, nein, eins weiter vorne. Ah, okay, gut. Ja gut, hier kann man.
Also Leute, das war's mit der ersten Folge Minecraft Catville. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, nachdem ich meine Items geholt habe. Ciao!